Professor Schmidhuber, künstliche Intelligenz hat viele Jahrzehnte lang die Vorstellung nicht nur von Informatikern beflügelt, ist dann aber eine ganze Zeit lang eher ins Hintertreffen geraten. Jetzt beobachten wir seit wenigen Jahren, dass künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen wieder komplett durch die Decke schießt. Vor allem das Interesse daran. Woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass die Rechner nach wie vor alle 10 Jahre um Faktor 100 schneller werden pro Euro. Das heißt also, in 30 Jahren gewinnen wir so einen Faktor von 1 Million. Und als ich vor 30 Jahren angefangen habe mit diesen tiefen neuronalen Netzwerken hier an der TU München, da waren sie also wirklich so langsam, diese Rechner, dass wir nur kleine Spielzeugprobleme damit lösen konnten. Vieles an Forschung im Bereich künstliche Intelligenz ist ja nicht nur außerhalb Europas passiert. Also gerade in Europa haben wir doch über die letzten Jahrzehnte und auch die EU hat da ja gerade in den 90ern doch eine ganze Reihe finanziert, wenn ich mich richtig erinnere. Nur fehlen uns, so ist der Eindruck, die Firmen, die das monetarisieren oder daraus Produkte machen. Trügt der Eindruck? Es ist wirklich, wie Sie sagen, diese Algorithmen, die heute von Baidu und Google massiv verwendet werden, die wurden hier in Zentraleuropa, in München und in der Schweiz entwickelt. Damals war es noch nicht ganz abzusehen, dass diese großen, wichtigen Firmen in China und Asien so mal davon abhängen werden. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass zentrale Entwicklungen in diesem Feld in Europa stattfanden. Welche Implikationen hat denn, wenn wir das jetzt ganz kurz abreißen, so die europäische Befindlichkeit im Zusammenhang mit dem Datensammeln für das, was Sie machen? Also für die Art und Weise, wie man denn wirklich mit seinen Algorithmen experimentieren kann und neue Modelle schaffen kann. Also gerade die Deutschen können sich nicht sehr damit anfreunden, dass das Konzept der Privatsphäre, wie wir es eigentlich seit langem kennen, dass das zum Verschwinden verurteilt ist. Ja, denn es wird zwar nicht so sein wie beim Orwell-Staat, wo eine einzelne Instanz alles weiß über jeden. Es wird mehr so sein, dass viele verschiedene Instanzen alles wissen über jeden. Sehen Sie da die Politik in der Pflicht? Was müsste die Politik machen? Die Politik hängt traditionsgemäß extrem hinter der technischen Entwicklung her. Und wenn die begriffen haben, dass irgendetwas am Laufen ist, dann ist es meistens schon viel zu spät und viele Bürger des Landes, in denen diese Politiker tätig sind, die haben dann schon freiwillig so viel Privatsphäre aufgegeben, dass so ein paar neue Gesetze oft keinen sehr sichtbaren Einfluss haben auf die ganzen Situationen. Professor Schmidhuber, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was wäre so das optimale Szenario in den nächsten 5 bis 10 Jahren für das Feld, in dem Sie unterwegs sind? Die nächsten 10 Jahre, die werden getrieben werden von kommerziellen Anwendungen, die darauf abzielen, ihre Nutzer glücklich zu machen. Ein Smartphone, was einen besser versteht, was möglicherweise auch noch Gesundheitsdaten sammelt und dann vorhersagt, ob ich bald einen Herzinfarkt haben werde oder nicht und so. In nicht so vielen Jahren werden wir zum ersten Mal tierähnliche kleine KI haben, vergleichbar mit so einem kleinen Äffchen, was vieles kann von dem, was unsere besten lernenden Roboter noch nicht können. Wie schaut es denn mit der weiten Zukunft aus, mit der Zukunft, die in der Ferne liegt? Schnell, wenn wir mal so weit sind, werden wir dann wohl auch wirklich menschenähnliche KI entwickelt haben und dann wird alles explodieren, denn die werden sich rapide weiterentwickeln auf eine Weise, die jenseits jegliches Vorstellungsvermögens ist. Aber es scheint klar zu sein, dass die sich ausbreiten werden von der Biosphäre hinaus ins Sonnensystem, wo unglaublich viele Ressourcen existieren, die den Menschen gar nicht zugänglich sind. Und da gibt es also unglaubliche Gelegenheiten für so eine Roboterzivilisation, zum Beispiel im Asteroidengürtel, wo Millionen und Milliarden von selbstreplizierenden Roboterfabriken denkbar sind, die dann dazu beitragen werden, dass dieses ganze Sonnensystem kolonisiert wird und dann möglicherweise innerhalb von ein paar Millionen Jahren auch die ganze Milchstraße. Das sind doch Ausblicke. Besten Dank für das Gespräch, Professor Schmidhuber. Bei mir